Hallo, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum letzten GTA 5 Video auf der 360. Das Video ist in drei Parts aufgeteilt. Wie ihr hier seht, geht es mit der Biker-Tour los. Dann findet ein kleines Tuning-Treffen statt und zum Schluss kriegt ihr noch eine kleine detaillierte Ausgabe meiner neuen Garage mit neuem Wagen und vielen Bonus-Infos zu verschiedenen Autoklassen, was sehr interessant ist für Leute, die sich wie ich sehr intensiv fürs Autotuning in GTA 5 interessieren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch die drei Parts anguckt, euch selber davon ein Bild macht, wie es bei uns in der Crew läuft und vielleicht habt ihr sogar auch Interesse, der Crew beizutreten, denn wir suchen noch ein paar Biker, die auch aktiv sind, vielleicht auch gut drauf sind, sodass man sich auch dementsprechend gut versteht und Spaß zusammen hat, weil der Spaß steht natürlich im Vordergrund. Hier seht ihr gerade so, wie wir ein bisschen rumbiken und ich saß halt hinten auf dem Motorrad drauf, weil ich das ja gefilmt habe mit der Capture-Karte. Ich entschuldige mich auch im Voraus dafür, dass die Qualität nicht perfekt ist, aber wenn ich hier so ein Commentary mache, dann leidet die Quali immer ein bisschen drunter. Wir haben auch andere Videos auf dem Channel, wo ich keine Commentaries dazu mache. Ich gehe natürlich auf die Wünsche der YouTube-Abonnenten ein, die meistens wollen, dass ich hier ein bisschen dazu rede, weiß was ich, irgendwie Infos preisgebe und von daher mache ich das halt. Und da muss man halt damit leben, dass die Quali vom Video nicht perfekt ist, aber dementsprechend trotzdem noch gut, finde ich persönlich, weil ich sehe andere YouTuber, die haben auch schlechtere Qualität und dafür, dass das hier nur hobbymäßig ist, finde ich es dementsprechend auch vollkommen ausreichend. Ja, wir biken auch öfter mal so rum in der Truppe, weil es halt Laune macht. Vor allem, wenn man dann zusammen jemanden angreift, ist es eigentlich ganz cool, weil man natürlich einen Vorteil hat mit mehreren Leuten oder halt auch so, es macht halt einfach Spaß, wenn man sagt, komm, wir fahren dahin, komm, wir machen das, komm, wir sind hier, dort und tralala. Ist halt irgendwie so ein Gang-Fetisch von uns und den leben wir hier aus in GTA 5, weil eine Crew so an sich, sowas gibt es ja nicht in anderen Spielen. Das finde ich halt cool, dass sie das so gemacht haben, auch mit unserem Crew-Emblem, auch dieser Stil, den wir hier haben. Wie ihr seht, wir haben alle so ein Style, den wir hier alle zusammen in der Truppe ausleben und die wollen ja auch noch ein paar Updates machen. Klar, das dauert alles, weil jetzt kommt auch GTA 5 für die One raus, aber mit den Crewhäusern, mit den Haustieren, mit den Banküberfallen und vielleicht auch, sage ich mal, eine neue Open World in GTA 5, so, wo man auch dann hin kann. Das ist alles noch so Zukunftsmusik, die aber noch umgesetzt wird, weil es gab ja jetzt schon 7 Gratis-Updates bei GTA 5 und das ist auch schon eine geile Aktion, was Rockstar sich da einfallen lässt für die vielen Spieler, die GTA treu unterlegen sind, so wie wir. Also ich finde GTA für den Preis, Preis-Leistungs-Verhältnis-mäßig, muss nichts für die Add-ons zahlen. Das ist für mich der Favorit, ganz klar. Und wer GTA 5 für die Xbox nicht hat, gut, ist nicht jedermanns Sache, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Klassiker, der muss sein. Und wenn ihr so Interesse habt, wie gesagt, meldet euch bei mir. UN, Leerzeichen X, Leerzeichen X, Leerzeichen SIBO, Leerzeichen X, Leerzeichen X ist mein Gamertag. Findet ihr auch noch in den anderen Videos. Und wenn nicht, geht ihr auf unsere Clan-Seite ninja.egoditor.com. Und andere Infos könnt ihr gerne auch bei meinen anderen Crewmitgliedern erfragen, die euch einladen. Und hier geht's los mit dem Einzelkampf in einem legendären, miesen, geilen Battle. Was wirklich richtig cool gemacht ist, weil da kämpft einer von einer sehr guten GTA-Crew in Deutschland gegen einen von uns, der in Anführungsstrichen farbige, der Ghost bei uns, ist der Vize in der Crew derzeit und ja, er ist ein sehr erfahrener Fighter, ein cooler Typ drauf, also hat echt einen geilen Humor auch, ich mag ihn persönlich und es ist krass, wie er sich hier mit dem anderen battelt, ausweicht, ihn so ein paar Links-Rechts-Kombis gibt und im Endeffekt natürlich, ist ja klar, wir sind UN, er entscheidet den Kampf für sich. War eine kleine Unterhaltung, hier seht ihr das Tuning-Treffen. Bisschen gab es Probleme, weil erstmal sind ein paar Leute so von der Crew, die ich jetzt nicht sagen will, so nicht gekommen. Mag ich nicht, wenn man erst zusagt, der nicht erscheint. Aber sonst an sich waren sonst die Wichtigen da. Die Wichtigen waren da und das ist ja die Hauptsache. Und leider konnten wir keine 2 Autos jeder parken, weil es da Probleme mit der Leitung und mit irgendwelchen neuen Einstellungen von Rockstar gab. Aber jeder hatte ein Auto hier am Start, war ein bisschen klein, aber ich denke trotzdem, es sah ganz cool aus, hier die
Garage. Mit dem Massacro, der gelbe, ist der schnellste Wagen in der Sportwagenklasse. Deswegen, ich empfehle ihn vollkommen weiter. Er ist besser als der Carbonizer, der zweitbeste Sportwagen ist. Hier mein Muscle Car, der neue für 160.000 aus dem letzten Update. Wenn ihr einen Muscle Car habt, okay, Dominator geht auch klar. Aber der ist, um Rennen zu gewinnen, auf jeden Fall auch sehr gut. Rechts der Exemplar in der Coupé-Klasse, auf jeden Fall einer mit Abstand der zwei besten. Und mein Favorit persönlich sieht ein bisschen edler aus, in der Farbe Gold vor allem hier. Der für 400.000 drittbeste Klassiker nur. Ich habe ihn nur gekauft, weil er einen Frontantrieb hat mit der Crew-Farbe, so lila-blau mit Crew-Emblem. Ich weiß nicht, das passt irgendwie überein. Man kann nicht viel aus dem Wagen rausholen, aber ich denke, ich habe da das Maximale erreicht. Und ich persönlich finde den Wagen schnell und ist was Besonderes, weil ihn sehr wenige haben. Klar, der Preis ist ein bisschen krass, aber wenn ihr so einen Wagen habt, das ist schon nichts Schlechtes. Rechts habt ihr noch mein SUV gesehen, der so ein bisschen speziell ist und auch mit SUV-Rennen kannst du da immer dominieren. Hier der Edda, einer der Top 3 in der Supersportwagenklasse mit dem NTT und dem Centorno. Klar, die anderen beiden Wagen sind besser, so. Das ist klar von der Geschwindigkeit her. Aber wenn du einen Edda hast und eine gute Bodenhaftung mit dem Wagen erfahren bist, dann kannst du auf jeden Fall gut rammen und damit ein paar ausschalten. Also wenn du mal Leute nicht magst und nicht, sonst gehört es sich ja nicht. Hier der Centorno ist ein Muss. Also wer den Wagen nicht hat, klar, neuere können sich den nicht leisten, weil er über 700.000 kostet, aber wenn du wirklich Rang 100 bist und kein Centorno hast, dann machst du was falsch. Den Wagen muss man haben. Hier der Turismo R ist einer der Top 5 in den Supersportwagen. Ich weiß nicht, also auch wenn der Top 5 ist so, ich habe mir den geholt wegen der Optik. Es ist irgendwie schon so ein Muss, den zu haben für mich, aber Rennen zu gewinnen ist ja nicht gut genug. Der Wagen hier rechts natürlich kennt ihr ja, also das ist Standard so. Von der Geschwindigkeit ist er gut, von der Beschleunigung auch. Es gibt immer hin und her, welcher besser ist, Centorno oder der, das ist Geschmackssache, beide sind gut. Der Infernus, den habe ich mir geholt, ist der sechstschnellste Supersportwagen. Ich wollte den einfach nur haben wegen GTA 4, da war es mein Lieblingswagen. Mit dem Sultan RS, den ich jetzt nicht mehr in der Garage habe. Ihr seht auch ein paar Wagen, so wie der Edda. Ich glaube sogar nur der Edda sind noch vom letzten Garagen-Special dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Hoffe, dass ich euch viele Infos geben konnte, die für euch interessant waren. Ansonsten fragt ihr mich. Bis dann. Peace, yo.